In dem Planet der Affen-Film haben Schimpansen, Gorillas und Co. durch einen Virus einen erheblichen Evolutionssprung gemacht und sind nun in Sachen Intelligenz den Menschen ebenbürtig. Nach dem Kinobesuch stellt sich unweigerlich die Frage, könnte das auch in der Realität geschehen? Sind wir vielleicht irgendwann im Krieg mit den Affen dieser Welt? Grundsätzlich ist es natürlich klar, dass Lebewesen sich im Laufe der Evolution weiterentwickeln. Wir Menschen haben gemeinsame Vorfahren mit den Menschenaffen und haben uns irgendwann über unser affiges Dasein hinausentwickelt, indem sich unsere Gehirnleistung gesteigert hat. Warum sollten Affen diesen Evolutionssprung nicht auch machen? Da die Evolution sehr langsam verläuft, ist es allerdings nicht gerade wahrscheinlich, dass nächste Woche ein sprechender Orang-Utan aus dem indonesischen Dschungel marschiert. So richtig weit scheinen Menschenaffen in der Disziplin Kommunikation ohnehin noch nicht zu sein. Selbst die Versuche, Schimpansen Zeichensprache beizubringen, sind nicht so richtig erfolgreich gewesen. Zwar erlernen sie einzelne Begriffe, scheinen das Konzept von Grammatik aber nicht zu begreifen. Der komplexeste Satz, den ein Affe jemals in Zeichensprache formulierte, stammte von dem Schimpansen Nim Chimpsky und lautete: Gib Orange mir, gib Essen Orange mir, Essen Orange. In dem Planet der Affen-Film erlangen die Menschenaffen allerdings nicht durch die Evolution eine höhere Intelligenz, sondern durch einen künstlich erschaffenen Virus, der scheinbar ihre Gene beeinflusst. Aber ist Intelligenz genetisch veränderbar? Es gibt bereits Forschungsansätze, in denen Viren verwendet werden, um Erbkrankheiten zu behandeln. Fest steht auch, dass unsere Gene unsere Intelligenz beeinflussen. Doch es gibt kein singuläres Gen, das für die Intelligenz verantwortlich wäre. Es ist also nicht möglich, einen bestimmten genetischen Schalter im Körper umzulegen und dadurch die Intelligenz schlagartig zu erhöhen. Viele Affen besitzen zwar grundsätzlich menschliche Eigenschaften wie die Fähigkeit, Pläne für die Zukunft zu schmieden oder sich selbst zu reflektieren, doch kommen sie an die menschliche Gehirnleistung einfach nicht heran. Das Hirn von Schimpansen ist beispielsweise dreimal kleiner als das von Menschen, eine physische Komponente, die sich nicht so einfach überwinden lässt. Eine künstliche genetische Verbesserung der Affen müsste also so komplex und fortgeschritten sein, dass dies auf lange Zeit nicht möglich sein wird. Und in welche Richtung die Evolution die Affen entwickeln wird, müssen wir wohl einfach abwarten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr euch dafür interessiert, ob die Technologie aus dem Film Inception in echt möglich wäre, klickt auf das angezeigte Video.